Straßburg, 5 Kilometer hinter der Grenze zu Baden-Württemberg. Eine Stadt zwischen Mittelalter und Moderne. Hauptstadt Europas mit vielen EU-Institutionen. Typisch französisch, aber auch multikulturell, modern und jung. Straßburg ist eine Stadt mit vielen Gesichtern, leider aber auch eine ziemlich teure Stadt. Ich bin mir nicht sicher, ob mir 100 Euro hier reichen, aber ich habe mir in der Touristeninformation schon einen Helfer besorgt, den Straßburg-Pass. 14 Euro kostet der für 3 Tage und man kriegt ziemlich viele Straßburg-Höhepunkte umsonst. Bleiben noch 86 Euro, ein Hotel ist da nicht drin. Also habe ich mein Zelt mitgenommen, denn nicht weit von der Altstadt gibt es einen Campingplatz. 9,95 Euro kostet die Nacht. Isomatte rein und fertig ist das Schlafgemach. Unschlagbar günstig. Erstmal Stadterkundung mit den übrigen 76 Euro. Mein Startpunkt ist das Münster. Kein Geheimtipp mitten im Touri-Trubel, aber ein Muss. Und der Eintritt ist dank Straßburg-Pass kostenlos. Kerze anzünden kostet extra. Aber mein Geldbeutel ist ja noch voll. Besonders schön soll auch der Blick vom Münsterturm sein. Also 332 Stufen hoch. Geschafft, endlich. Hoffentlich lohnt sich, da bist du nämlich richtig heiß. Der Ausblick ist es wert. Normal kostet er 4,60 Euro, aber ich zahle nichts, dank meinem Sparpass. Kurze Erfrischung in der Altstadt, dann zu einem Geheimtipp. Dem historischen Weinkeller unter dem Areal des städtischen Krankenhauses. Eintritt frei. Der Chef des Kellers zeigt mir stolz sein Reich. Wir sind ja hier mitten im Krankenhaus. Warum gibt es denn hier so viel Wein? Da müssen wir 600 Jahre zurückgehen. Der Grundstein vom Keller da vorne ist 1395. Und damals können ja nur 10% von diesen gepflegten Leuten da oben zahlen in Gold, Münze Gold. Da war kein Problem. Aber die 90% anderen, natürlich gab es noch keine Sozialkassen. Und die wären dazu gezwungen, zahlen in Naturalien. In Wein? Mit einem Stück Erde oder mit einem Stück Rehberg. Die Bezahlung. Ja, das war die Bezahlung. Da bist noch keine Krankenkasse. Höhepunkt, Wein aus dem Jahr 1472. Das älteste Wein der Welt, ich bin gespannt. Weißwein, elsässischer Weißwein. Kann ich ihn auch probieren? Nein, aber vielleicht ein kleiner Sniff riechen. Okay. Ja, riecht eher wie Portwein, aber es ist Wein. Ja, natürlich. Wahnsinn. Wie Sherry. 600 Jahre alt, 500 Jahre alt. Ja, 20 Jahre älter als Amerika. 20 Jahre älter als Amerika. Das ist alt. Wer Glück hat, bekommt zum Sniff aber doch noch ein Glas Wein dazu. Viermal im Jahr ist Tag der offenen Tür. Heute auch, inklusive kostenloser Weinprobe. Der älteste Wein der Welt, hier in so einem schönen Gewölbekeller. Und wenn man Glück hat, auch noch ein Glas Wein gratis. Mein absoluter Geheimtipp. Jetzt knurrt mein Magen. Aber ich will nicht in eins der teuren Lokale der Altstadt. Mit der gläsernen Tram geht es deshalb zum Boulevard de la Marne. Jeden Samstag ist hier Markt. Kein typisches Touristenziel, hier kaufen fast nur Einheimische. Darum kann man hier noch Schnäppchen machen. Erstmal kaufe ich ein paar französische Kirschen. Dann etwas Herzhaftes. Ich suche ein kleines Mittagessen, straßburgerisch, aber nicht zu teuer. Ja, und bei ihrer Butter. Okay. Mit Butter und Münster. Okay, das machen wir. Gut, ja? Ja, das ist gut. Na also, genau das Richtige für zwischendurch und passend für mein Budget. 3 Euro. 3 Euro, ja. 3 Euro. Bei dir. Merci. Bon Appetit. Ein Baguette mit Münsterkäse und als Nachspeise schöne Kirschen. Und das alles hier auf dem originellen Markt. Man fühlt sich wie ein Straßburger und es ist unschlagbar günstig. Nachmittags geht's ins EU-Viertel. Unter der Woche arbeiten hier tausende Beamte aus ganz Europa. Am Wochenende lässt sich in Ruhe die moderne Architektur bestaunen. Leider nur von außen. Jede Menge gesehen habe ich heute in Straßburg und auch jede Menge Geld gespart. 65 Euro sind noch übrig ungefähr. Das heißt, ich kann jetzt richtig ordentlich Abendessen und zwar elsässisch. Mein Tipp? Im Lokal Au Brasseur ist jeden Abend Bier und Flammkuchen Happy Hour.
Das heißt Sattessen zu studentischen Preisen. So muss es sein. Trotz strengem Budget, Straßburg bei Nacht will ich nicht verpassen. Ein Glas Wein zum Abschluss des Tages. Dann ab ins Bett. Besser gesagt, ab ins Zelt. Ein bisschen skeptisch bin ich schon. Mal sehen, wie die Nacht im Zelt heute wird, aber ich glaube, nach dem anstrengenden Tag werde ich bestimmt gut schlafen. Für den nächsten Tag bleiben mir noch gut 50 Euro. Der nächste Morgen am Campingplatz. Die Sonne hat mich viel zu früh geweckt. Aber bei einem Preis von nur knapp 10 Euro nehme ich das hin. Ich würde sagen, Camping beim Städtetrip kann man machen. Und ich glaube, gerade für Kinder und Familien ist es ein richtiges Abenteuer. Abenteuer, hin oder her, ich brauche Kaffee. Also geht's mit der Tram zum Café Brandt. Dort ist das Frühstück lecker und üppig. Und neben dem netten französischen Herrenstammtisch komme ich mir beim Croissant gar nicht mehr vor wie eine Touristin. Günstig ist es noch dazu. Dann geht's ins Musée Tomi Ungerer. Dank Straßburg-Pass wieder kostenlos. Die Sammlungen und Illustrationen des Elsässers sind schlicht, aber ironisch und zweideutig. Und hier ist selbst bei meinem Budget ein kleines Souvenir für die Kollegen drin. Eine weitere Straßburger Besonderheit und ein Geheimtipp für Familien. Der Parc de l'Orangerie, fernab der Touristenströme, idyllisch und kostenlos. Wenn Sie nach Straßburg kommen, kommen Sie unbedingt hier in den Parc de l'Orangerie, weil hier ist alles kostenlos und es ist wirklich wie ein Zoo. Ein Spaziergang durch das wohl schönste Viertel der Stadt, La Petite France. Ein Mittagssnack für 9 Euro, schon ist das Wochenende fast rum. Zum Abschluss mache ich noch eine Bootsfahrt auf der Ill. Auch die im Straßburg-Pass enthalten. So lässt sich einfach sparen. 2 Tage in Straßburg, unglaublich viel gesehen und gut gegessen. Und trotzdem ist mir wieder erwarten noch einiges von meinen 100 Euro übrig geblieben. 30 Euro hätte ich noch zum Ausgeben. Leider muss ich heim, obwohl noch eine super Nacht im Campingplatz drin wäre. Aber ich glaube, das erspare ich mir.